Bullseye. Alright, alright, alright. Ach ja, wir haben irgendeine Aufgabe hier. Ach ja, ach ja. Hab schon wieder vergessen. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Getötet und zurückgelassen. Bodenlos. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Wirklich fucking bodenlos, ja. Bin sauer. Oh, guck mal, das ist noch einer. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Geleite mich, Fuchsi. Garantiert waren die das. Stimmt, waren das die Mongolen. Los, weiter geht's. Guck mal, da ist noch einer. Hallo. Bauen wir jetzt eine Fuchsarmee auf? Da war doch noch einer, hä? Was ist mit dem zweiten passiert? Dum 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 dum. Ich finde das cool, dass das einfach nur so ein Stab. Ich finde das cool, dass das gar nicht immer so eine crazy Animation ist, sondern manchmal einfach nur so ein Stab. Okay, okay. Enjoy. Enjoy. Kehre zu deinen Verbündeten zurück. I am. Hallo Fuchsi. Ist er down? Wo ist er? Da. Ich habe uns nur den Weg frei gemacht, Fuchsi. Ich bin Raiffeisenbanken. Hui! Arvo! Siebziger Bild! Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Dieser Kitzel ist meine Nase. Vorne ist noch einer. Den könnte ich mir mit Attentat snacken. Bodenloser Bogenschütze. Bogenloser Bodenschütze. Guck mal, da liegt noch einer. Ihr Hurensöhne. So, ich muss das einfach mal so sagen, ne? Nackenklatsche. Stab. Let's go. Nee, Schwerkampf. Was? Stab. Das
Zack, let's go. Guck, Digga. Holy shit. Wo ist Fuxi? Nope. So. Ich wusste nicht, dass der so nah ist. Das waren dann alle. Sie tun dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Besser ist es. Besser wär's. Ganz ehrlich. Friede sei mit den Toten. Viele Fuchsis. Talisman der Fügung. Ja. Ja, ist ein Feini. Ja. Tschüss. So, wo waren wir denn? Na, da drüben irgendwo, ne? Jetzt da oben lang oder da unten lang? Noch da. Ja, wir könnten auch. Ich bin auch verlockt, auch hier hin. Na. Wir porten hier hin. Das Problem war jetzt gerade, dass ich nirgendwo Portpunkte hatte irgendwie. Das, weil da alles unentdeckt ist, zumindest in der Richtung. Und da dachte ich mir, ja gut, dann können wir auch direkt eine von den Quests machen. Aber. Nee. Scheiß auf Quests, wir machen Fragezeichen. So ein Ding. Das Ding ist, wir müssen die sowieso machen. Das ist ja nicht mal, dass wir was davon haben, drauf zu warten, ne? Machen müssen wir die so oder so. Also, müssen wir nicht, ne? Don't get me wrong. Aber... Also, wir wollen die natürlich machen. Ich weiß nicht, auf was für einen Punkt, auf was ich jetzt hinaus will, bin ich ehrlich. Aber wir wollen sie machen und dann, nachdem wir sie machen wollen, müssen wir sie ja doch irgendwo machen. Quasi. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Drüben ist immer noch ein Leuchtturm, den haben wir jetzt sogar schon zum zweiten Mal gesehen. Ein Bambus. Bam bam bambus. Oh yeah. You. Wollte nur sagen, ich muss doch irgendwas sein. Kannst du mir noch nicht erzählen. So, und jetzt müssen wir wohin? Dahin. Ich war mir nicht sicher, ob das mit dem Abrollen hier geht. Ja, die Vorräte habe ich gesehen, aber ich habe sie jetzt trotzdem ignoriert. Ich glaube, Bob. Ich glaube, ja. Wieso? Bobby, Bob, irgendwie sowas. Also, Tim the Tatman war das eigentlich. Das ist von dem geklaut, bin ich ehrlich. Haiku! Also. Ich glaube, es war Bob, ja. Ach, plötzlich ist das Wetter gut, ja? Übererhaltung. Ökologische Landerhaltung. Boah, ist so weit oben. So
sorry, da schwick ich nicht wieder runter. Blicke von oben. Mit Schutz, sicher und gewiss. Zukunft betrachtend. Ziemlich was? Ziemlich Farbe? Ziemlich Farbe. Okay, ich verstehe. So, und dann gehen wir jetzt in die Richtung. Glaube ich. Auch wenn mich diese Treppe hier gerade interessiert. Ist doch nicht zufälligerweise eine Treppe, oder? Dachte ich mir doch. Das ist doch ein Schrein, oder? Ist das ein Schrein? Das ist aber kein Schild. Da hinten ist ein Friedhof oder so. Pferd! Komm mal ran hier. Komm mal ran hier. Müssen wir ein bisschen Meter machen. Jalla. Ja, Wetter. Ah, da ist nämlich schon das Glühwürmchen. Schreien ist auch noch. Da wusste ich, wusste, dass hier Grillen sind. Haha. Das habe ich doch, auf 7 Kilometer gesehen. Und ein Schrein auch noch. Na dann. Ich sehe die Fragezeichen einfach, ohne dass sie da sind. Von meinem inneren Auge sehe ich die. Von meinem inneren Glasauge. Okay, dahinter wäre gut. Oder da hoch. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich glaube, wir gehen gerade runter. Kann das sein? Nee, guck mal, da sind auch Tote. Vielleicht sollten wir da lang. Vielleicht sind das auch Tore mit einem Schild dran. Aber meine Tore hatten ja bisher noch keine Schilder, was eigentlich ja kein gutes Zeichen ist oder kein Zeichen ist, quasi. Oh Gott, eine... Oh Gott, was will die Grille von mir? Ja, das Glühwürmchen. Ah, das ist ein... Nee. Moment. Wo führt es mich hin? Nichts von beiden führt mich gerade zum Schrein, oder? Also ich sag, die Grille hat eine Flagge. Ja. Okay, und der Vogel. Schweinchen? Wo sind die anderen beiden? Ach, scheiß drauf. Wohin? Wohin, Vögelchen? Auf dem Berg oder hinter dem Berg? Ja, ich bin unterwegs. Ich gucke. Ah, eine Säule der Ehre. Schwarz. Brasilien. Rot. Ah, Mann. Ah. Ah. Digga. Oh. Kein Kommentar. Digga, kein Kommentar. Okay, wieso gibt's hier so Schwingis? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, um hier rüber zu kommen, oder? Ich höre schon wieder einen Vogel. Ich flippe aus. Das sind Gegner. Höre ich jetzt noch einen Vogel oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt den Schein noch nicht aufgedeckt. Das ist mein Problem ein bisschen. Dass wir nicht mehr zum Schein zurück könnten, gerade weil wir den noch nicht auf der Map aufgedeckt haben. Deshalb will ich da eigentlich jetzt zuerst mal hin. Das war bodenlos. Das war wirklich, wirklich bodenlos. Diese Tori-Tori führen zum Schrein am Schildkrötenfels. Heiligtum von Hori no Mikoto, dem Kami der Jagd. Ja, ja, genau. Denn Schildkröten sind dafür bekannt, gute Jäger zu sein.
Wieso bin ich dumm? Die dumm. Gut. Achso, ich muss von hier schwingen. Ich muss hier einen Angle kriegen, den guten. Oh. Und jetzt? Da! Mal kurz wird. Hat man nicht gemerkt, oder? Ah, scheiß auf die Blume. Das heißt, die Blumen nicht so der Game Changer für uns, glaube ich. Ui, knappes Ding. Knappes Ding. Da links. Da links. Was will denn der Vogel schon wieder von mir, Digga? Ob da drüben was ist? Also ein Gegner, aber... Und da unten ist schon wieder so ein brennendes Gehöft. Oder so was in der Richtung. Achso. Also unten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vogel mich nicht zum Schein führt gerade. Jetzt gehen wir da hoch. Ist da runter? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen doch da hoch. Ha, das ist Bait, das Seil da. Das ist Bait. Hä? Wieso? Hä? Hä? Wie kommst du darauf? Ich hab gesehen, also es gab irgendwie ein Update die Tage. Aber. Da fehlen ja ganz viele andere DLCs noch. Sie sagte immer, sie will nur noch das eine DLC. Also bis sie das DLC hat. So ein Ding ist das immer. Uiuiui. Was gibt's da Neues? Weiß man das? Kann man da Love Stories createn? Komm ich da runter? Komm ich da wieder hoch? Ich weiß es nicht. Puh. Okay. Alles klar. I don't judge. So, ein Tempel. Hallöchen, Herr Tempel. Das ist wie so ein bodenlos langer Tempel, ne? Aber ist das real? Also das klingt so, als wäre die Hälfte ausgedacht, bin ich ehrlich. Crazy. Was kostet der Bums? Wahrscheinlich wieder 40 Euro oder so. Ne, alles gut, ich glaub das schon. Vom auf MMO, ja, dann kostet das Base-Ding, also kostet auch so bestimmt wieder 40. Guck mal, der Vogel geht mir jetzt hier schon auf den Nerv. Also, ich appreciate den Vogel, aber. So, wo hat nämlich jetzt Aufgabe? Theoretisch da oben, ne? Eigentlich müsste das fast hier unten sein. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Das sollte den wir schon gemacht haben, oder? Nein, das ist nicht. Lol. Schon wieder einer. Ha! Der ist gemein. Der ist gemein.
Das halte ich für Gerücht. Aha. Ah, okay. Entschuldigung, ich war geistig verwirrt kurz. Ich war kurz nochmal geistig verwirrt. Ich hab's gleich. Nee, hab ich doch nicht. Ja, gleich. Easy. Der war gemein, bin ich ehrlich. Der war ein bisschen gemein. Aber 3x ist halt eine gemeine Kombo, weil das halt, ne, du kannst ja nicht so in einem, das ist nicht so was, dass du in einer Motion quasi drücken kannst. Das ist halt so am anderen Ende des Controllers ein bisschen tricky immer. So, jetzt können wir uns eigentlich zu dem Bambusstand porten und dann jetzt vielleicht doch mal zu dem anderen, zum anderen Fragezeichen zu gehen, zu dem ich schon die ganze Zeit, wobei, ich muss, glaube ich, hier runter, oder? Wo muss ich denn längs? Darlings. Ja, da muss ich den Berg runter. I'm sorry, Ferdi. Wir sehen uns unten. Glaube ich. Boah, pass auf. Boah, machen wir jetzt risky? Pass auf. Es ist nicht ganz so passiert, wie ich dachte, aber... Also ich weiß nicht, was da passiert, wieso ich von dem Seil weg... Aber ich wollte halt mit dem Seil runter. Irgendwie bin ich aber von dem Seil weggebounced. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich wollte mich halt einfach nur mit dem unteren Seil abbremsen, quasi. Das war so der Plan. Ui, das ist aber tief. Das ist aber tief da. Ja, jetzt kam Ferdi wieder her. Pass auf, jetzt rufe ich Ferdi und jetzt kommt ein Kampf. Ferdinand! Also Kampf macht jetzt dem Pferd nichts, aber... Da müsste ich halt direkt wieder abschrecken. Okay, das ist ein Vogel, aber der Vogel ist okay. Wir wollen ja sowieso zu einem Fragezeichen, also... Wahrscheinlich führt er uns dahin, ne? Also wenn das ein goldener Vogel ist, war. Wenn das überhaupt ein goldener Vogel war... Das ist die Frage. Ich sage eine heiße Quersen... Ich glaube, das ist ein Schrein. Ach du Kacke. Wenn ich von hier springe... Und meinen Gleiter auspacke. Meint ihr, schafft das? Zum Glück hat das Ding alle Rad. Ach, guck mal, das ist schon wieder ein Flüchtling. Das heißt schon wieder Zirpi, Zirpi, Gridi, Gridi. Und irgendeine Quest. Oh, okay. Schon wieder 7 Sachen an einem Ort. Was? Kein Wort verstanden. Bin ich ehrlich. Jawohl, gleich so einen dicken Dude. Wolkengrad-Schrein. Zack. So. Hallo Vögelchen. Hallo Grilli. Nicht Grilli. Leuchtwürmchen. Ne, Glühwürmchen. Das Ding. So, wo sind die Grillen? Oder die Grille? Wo sind die Grillen? Die Grillen.
Okay, wo führt mich der Vogel schon wieder hin? Wahrscheinlich zu dem Fragezeichen oder zu dem, weiß ich nicht. Möchte ich das Quest machen? Eigentlich schon, ne? Kann ich mir zum Tempel porten, theoretisch? Okay, ich kann mich schon zum Tempel porten und das ist ja schon mal gut. Wir haben ihn durchsucht. Aber worauf waren sie aus? Auf sein Geld. Sie haben ihn gefoltert. Mhm. Was auch immer sie wollten, er hat es nicht verraten. Abgerissene Blütenblätter. Dreck. Als hätte er nach etwas gegraben. Oder er wollte was verstecken. Er hat sein Leben für sein Geheimnis gegeben. Vielleicht kann ich es finden. Ach so. Ja, wenn das denn so einfach ist, dann wieso denn, ne? Wenn wir es so einfach finden, wieso sollten die Banditen das nicht schon gefunden haben? Der hält sich wieder für schlauer. Sucht nach dem versteckten Gegenstand. Wo? Hier. Okay. Hier im Bambus-Dings. Vogel, ich muss hier was suchen. Eine Blutspur. Wo? Da. Da, guck mal. Hab ich doch gesehen. Links oder rechts? Das ist problematisch, weil ich hier auch Blutspur gemacht habe. Nicht hier, oder? Nee, hier ist kein Blut. Ah ne, hier runter. Da links. Wo, Leute? Ist das hier? Nee. Das ist so Blut. Ist hier irgendwo noch mehr Blut? Hä? Da unten. Da unten ist mehr Blut. Da! Okay. Kehre zu. Nevermind. Da kam daher anscheinend. Hier Blut. Hier Blut? Ah, vielleicht. Die gleichen Blumen wie bei dem Mönch. Da! Das muss der Mönch vor den Mongolen versteckt haben. Sie stammt aus dem Kushi-Tempel. Aha! Okay. Wo ist denn der gespawnt? Ich bringe euer gestohlenes Gut zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wiedersehe. Einer eurer Mönche hat sie mit seinem Leben beschützt. Dieser Mann war kein Mönch. Er war ein Bauer, dem wir Obdach gewährten. Eines Morgens war er fort, zusammen mit dieser Statue und einer meiner Roben. Dann war er kein Märtyrer. Er war ein Dieb. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Seine endeten im Leid. Ach, das war schon. Das war ja simpel. Ein Talisman. Der göttliche Handlung 2. Haben wir vielleicht einen ausgerüstet? Ja! Oha! Ah ne, wir hatten einen goldenen wahrscheinlich noch, ja. Mhm. Digga, was haben wir denn noch alles gefunden? Oha, sogar ein Lied, Schatten im Nebel. Wo haben wir das her? Ist das ein wegweisendes Würmchen? Nein. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. No? Gehen wir mal den Tempel entlang. Wir lesen erst. Diese Tode. Führen zum Wolkengrat-Schrein, Heiligtum von Asimuno Isora, dem Kami der Meeresküste. Das wird wieder ein Kletterkurs. Also habe ich ja schon gesehen, aber... Crazy. Quasi, I was crazy once. They locked me in a room.
Rubber Room. A Rubber Room with Rats. Wo ist denn das andere Fragezeichen? Das ist hier irgendwo unter uns, ne? Das ist bestimmt... Ich sag, das ist ein Heiko. Ich sag, das andere Fragezeichen da unten ist ein Heiko. Können wir sehen? Ich sag, der Dude ist das Fragezeichen. Ich nehme alles zurück. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Oh yeah! Wieso habe ich das Gefühl, dass ich rückwärts laufe? Ich habe das Gefühl, als würde ich zum Anfang des Schreins laufen. Ne, wir laufen einfach nur zu einem Dude. Okay. Ah, und vielleicht geht es dann hier hoch zum Schrein. Welche Ehre, euch zu begegnen, mein Herr. Hört, hört. Macht euch bereit zum Kampf. Ich warte nur auf euch. Ja, ich bin da. Wir müssen das nicht tun. Ich schwor, euch entgegenzutreten. Ich bin nur ein Ronin, doch ich halte mein Wort. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt, dann müsst ihr halt sterben. Also okay. Der sieht doch gar nichts mit seinem Hütchen. Der kann gar nichts sehen. Gar nichts sieht er. Gar nichts. Der hat nur ein Bier getrunken. Nur einen Fisch gefischt. Wieso regnet es so doll? Achso, ich dachte schon, wo kommt der Dude da hinten her? Das ist nur mein Pferd, lol. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Oha. Zack. Himmelschlag. Tschu. Und jetzt mit dem Himmelschlag. GG's? GG! Ich hoffe, ihr findet im nächsten Leben wahre Ehre. Und noch eben sein Vorräte gesnackt. Perfekt. Nur eben den Toten geklaut. So, geht's hier zum Schrein? Könnte, ne? Jetzt geht's hier wieder eine Treppe hoch. Hm. Ob wir dadurch am Ende beim Schrein rauskommen, werden wir rausfinden. Ach, guck mal. Frischies. Das ist so eine Lampe. Eine Lampe ist ein gutes Zeichen, haben wir gesagt, wa? Oder?
Kommen wir doch nicht hoch, oder? Kommen wir da drüben irgendwie hoch? Nee. Alter, das ist ja Schwachsinn. Wir gucken mal auf die andere Seite. Wir gucken mal auf die andere Seite. Ja. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so bad aus. Ja. Okay. Wohin nu? Da ist ein Ast. Da ist ein Ast. Das ist eine Blume. Hier tun es die? Nicht wirklich. Huh. Okay. Wir gehen nochmal da hoch. Ich glaube, grundsätzlich ist die Richtung gar nicht so bad. Geht's hier rüber? Nee. Hier rüber können wir nicht, oder? Nee, ich sehe wieder ein Band. Also noch so ein Kletterding, sie. Ich glaube, grundsätzlich ist die Richtung hier nicht so bad. Würde ich jetzt schätzen. Ligusterholz. Oha, das ist doch das krasse Holz, oder? Ich glaube. Wie kommen wir da hoch? Kommen wir da unten rüber? Nee. Wir müssen da hoch. Da ist doch ein Kletterstein. Was habe ich den denn nicht gesehen? Hallo Möwi. Bist du Möwenpick? Den habe ich fallen sehen. Bin ich ehrlich. Da habe ich ihn fallen sehen. Okay, müssen wir jetzt erst wieder runter, um dann hochzukommen? Ah, da. Da können wir hochklettern. Da. Oh Gott. Ich dachte gerade nicht, dass wir das schaffen, ne? Ich dachte, das ist zu weit. Uiuiui. We done did it. Let's go. Thank you. Also manche Steine sind schon tricky, aber es ist halt vor allem, weil diese Klettersteine mitunter versteckt sind. Gefühlt ist das, wenn wir länger brauchen, fast immer, weil wir so einen Kletterstein, also so einen Vorsprung, an dem wir uns hoch, an dem wir hochklettern können, nicht sehen, ne? Ja, noch ein Ligusterholz. Aber was kann denn das Disney-Spiel dafür? Klingt, als wäre das Disney-Spiel schuld. Wie kommen wir denn jetzt runter? Warte mal, wenn wir jetzt da hinporten, sind wir doch unten, oder? Ja. Perfekto. Was kostet das? Also, was ist der Vollpreis? 70 oder kostet das weniger? Ist das so neu? Das ist doch nicht so neu, oder? Oder ist das einfach nicht günstiger geworden bisher? Wo muss man hin? Zu dem Haus? Also, ich kann so oder so mal zu dem Haus, aber... Ja, die musst du das wissen, ne? Kann das jetzt nicht schlecht für dich entscheiden. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir das. Wenn dir das zu teuer ist, dann hol dir das nicht, so. I don't know.
Ich befürchte, das musst du selbst entscheiden. Sag mal, kann der das auch einsammeln, wenn ich R2 drücke? Der kleine Fürst. Das ist witzig, weil der wirklich ein Fürst ist. Ich sehe irgendwas, oder ist das ein fucking verlassenes Dorf mit brennenden Feuern? Das Feuer brennt noch, aber ist alles leer. Mit Sicherheit brennt das Feuer dann noch. Die haben für 3 Jahre nämlich schon mal Holz draufgelegt. Die haben das Abo nicht gekündigt. Was ist denn hier? Ist hier ja nichts? Kannst du doch keinem erzählen. Außer Loot halt. Es gibt hier nichts außer Loot ist. Ich glaube, es ist nichts außer Loot, ne? Bin ich ehrlich. So, was finden wir? Was ist das Fragezeichen? Was sagen wir? Fuchsbau? Heiße Quelle? Mein Safepad ist wie, gefühlt wie immer Fuchsbau. Hä? Wieso geht der Wind nicht mehr? Das ist aber weit oben. Das könnte auch heiße Quelle sein, oder? Erhöht ist gefühlt immer heiße Quelle. Wo sieht denn da lang? Oh oh. Eine Grille on top. Macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, guck mal. Ah, guck mal, dann ist das eine Flagge. Ah, guck mal. Wo ist er denn? Bin ich dumm? Bitte nicht beantworten. Hm? Das ist das Banner? Wo ist denn der Dude? Vögelchen, zeig mal, wo ist denn der? Ich bin blind. Ist er doch da hinten? Ich habe da hinten wen gesehen, aber ich dachte, das war ein Banditus. Warte, das ist nicht der Händler. Halt, stopp. Hier. Da ist er. Ah, das ist in der Höhle, deswegen. Deswegen. Hallo. Ein Samurai? Seid ihr lebendig oder ein Gespenst? Ich bin ein Gespenst. Noch. Und frage mich, was ihr hier tut. Ich war besorgt, das Geheimnis meiner Farben wäre nutzlos. Doch ein Samurai lebt. Meine Farben sind Mitternacht. Feuergeschwärzte Bäume, sehnsuchtsvoll dunkle Augen. Bringt mir die Materialien und ich kleide euch ein, mein Herr. Guck mal, jetzt können wir die auch. Oh! Die Dunkelheit steht. Dafür haben wir noch Dingsies. Blumen. Für die Farbenhändler. Zöge die Dämmerung in den Kampf. True, die habe ich ganz vergessen. Wir können auch bei dem Weißen können wir noch Blumen ausgeben. Wir brauchen ja dann theoretisch sogar noch Blumen. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind quasi durch, bis auf die Sachen, die wir freischalten. Ich hab die schon wieder ganz vergessen. Anyways. War denn jetzt diese Quest? Wir haben jetzt sowieso gerade die Frage. Das war jetzt erstmal das letzte Fragezeichen, ne? Dann können wir jetzt auch die Quest machen. Wenn der Vogel schon sagt, hier, mach mal. Hallo! Wer bist du? Ihr habt wohl die falsche Karawane angegriffen. Haltet still. Ich beende euer Leiden. Nein, mein Herr. Ich habe diese Banditen getötet. Und ich höre erst auf, wenn der Rest ausgeweitet ist. Hört ihr nicht dazu? Nicht aus freien Stücken. Sie zwangen mich dazu, um die Schulden meiner Familie zu begleichen. Ich arbeitete jahrelang für sie. Und als ich nach Hause kam, hatten sie meine Familie ermordet. Ihnen nicht so alles nice. Gestohlen. Ich werde erst sterben, wenn ich jeden Einzelnen umgebracht habe. Ah, das hast du noch was vor, wa? Hat er gerade Haktur gemacht? Hilfe wäre sehr willkommen. Mein Name ist Gomio. Jin Sakai. Zeigt mir, wo die anderen sind.
Achtung! Spit on that thing! Eine beglichene Schuld. Ziemlich hell. Die Enigmas habe ich tatsächlich fertig gerade. By the way. Ich hatte überlegt, erst die Manias zu machen, aber ich trainiere jetzt doch erstmal die Enigmas für das Deck. Dann kann ich, ne, zumindest bei denen die Sinn machen, potenziell den Bonus nutzen. Weil mit den Enigmas kann man das ja gut machen. Die eine Enigma-Schwäche haben. Span, Klassiker. Vom dieses Lager, nur so zwei Zelte. Außerhalb des Hauptlagers. Achso, es ist Vorlage. Mhm. Das Gebäude, da am Wasser. Dort bewahren sie die Beute auf. Mhm, true. Was ist da drin? Da schlafen. Ich müsste auch mal gucken, aber ich glaube, ich war bis zum neuen Tier, weil ich glaube, mir fehlen nur noch zwei Meilensteine. Ich glaube, es wird jetzt nur crazy. Also, der eine Meilenstein bringt mir nichts, wenn dann nur das komplette, ne? Dann kann ich auch warten. I guess. Vielleicht gucke ich einfach mal, ob ich Gelegenheit. Wir schaffen es. Sie werden alle sterben. Hinter euch! Das ist Fumio! Wieso ist er nicht tot? Der schafft ja nicht mal den einen, Digga. Oh, nice. Ah, der findet schon geprot, oder? Also der Base. Sie muss looten. Jetzt können wir. Haben wir mitgenommen? Ich glaube, ich habe mitgenommen. Wo jetzt? Easy. Ich habe nicht so viele. Seit dem PvP habe ich. Also seit dem Reset PvP habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt die Woche. Welches ist denn unserer? Ist das der hinter uns? Der sieht halt aus wie die. Digga. Ich weiß nicht, wer es unser ist. Muss da einfach reinhauen. Suche nach Gorohachi. Wer ist denn Gorohachi jetzt? Wo ist denn jetzt Gorohachi her? Fast da. Niemand hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Hallo? Ob du weißt, wo die hin sind? Du behindert bist, habe ich gefragt. Oh, da oben. Gorohachi. Dein Kopf gehört mir. Hat der gerade nach oben gesagt und wollte hier den. Guck mal, das ist ein UFO-Trick machen? Ich nehme deine Rüstung! Ja! Ich schaffe es nicht!
easy. Sag mal. Ja, vielleicht sollten wir ihn risen. Zack, haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Jetzt stirbt er auch noch. Tot sein sollen, als ihr mich fandet. Jetzt richten wir den hin. Eure Familie gerecht, Gumio. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Müssen wir den jetzt auch noch wegtragen, oder was? Bodenlos. Bodenlos. Rest in Pepperonis. F an den gefallenen Bruder. Ein Talisman. Ach, guck mal, das ist genau das Lager, in dem wir vorhin waren. Ich dachte, da ist nichts. Was war das jetzt für ein Talisman? Ein silberner? Ein goldener? Da. Startungseffekte haben 50% länger an und versuchen 50% mehr Schaden. Okay. Gibt's auch eine goldene? Ach, wir haben einen Schrein gemacht, ne? Pfeile treffen lautlos ihr Ziel. Das ist doch der Schalldämpfer. Das ist doch der Schalldämpfer. Boah, haben wir jetzt aber schon gut was von der Welt aufgedeckt so langsam, ne? Hälfte, so gefühlt? That's not bad. Ich würde jetzt tatsächlich hier die Ecke mal machen wollen, auch wenn wir hier oben noch Quests haben, ne? Haben wir das mit zu... das mit Gosodoku haben wir auch noch nicht, ne? Ich war von einem Bauer namens Gosaku, der einen Banditenangriff abwehrte, aber bla. Mit den Schlüsseln von den Gehöften von bla könnte ich die Rüstung zurückholen. Reise sie zum Hügel in Akashima. Ist der nicht markiert? Ah, da! Das ist der Hügel. Na, da machen wir erstmal das jetzt fertig, ne? Wenn das sowieso da also abgelegen ist. Ich bin jetzt unten, oder? Und ich muss da hoch. Ah, weiß ich nicht. Maybe. Ah, jetzt ist das Tor. Vor dem Tor standen wir doch ganz am Anfang. Jetzt müssen wir in das Tor rein. Ja, ja. Das hatten wir doch ganz am Anfang schon gefunden, als wir in das Gebiet reingelaufen sind, das Tor. Ich gerade kurz überlegt, ob wir schon da waren, aber ja. Das ist safe, das. Hey, bleib da. Jetzt mal Bogenschützen ausnocken, ne? Bogenschützen nervig. Bang! Falsche Liste. Digga! Was?
3 Stunden später. Wisst ihr, was ziemlich unlucky wäre? Wenn man der Dude ist. Nee. Wenn man sich das Ganze gerade auf YouTube anguckt. Und dann einfach einen Cliffhanger hat. So. Folgentechnisch. Das wäre ein bisschen doof, ne? Vielleicht gut, das live zu gucken.